Seid gegrüßt. Ich bin Mira vom Hohen Rat der Plejadier. Ich bin heute hier, um mit euch zu sprechen und euch ein Update über die Geschehnisse auf der Erde zu geben. Ich spreche als Mitglied des Erdenrates. Ich arbeite vollzeitlich für diesen Rat und das schon seit vielen Jahren. Ich empfehle dir, dich umzusehen und diese Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als vielleicht aus deiner jetzigen Perspektive. Vielleicht siehst du die Welt der alten dritten Dimension zerbröckeln. Vielleicht erkennst du, wie seltsam die alte Welt ist, während du in ein höheres Bewusstsein der fünften Dimension oder höher aufsteigst. Ja, die Energien sind seltsam und können ein wenig entwurzelnd sein. Einige von euch betrachten das Verhalten der Menschen als bizarr und vielleicht sogar dumm. Vielleicht fragst du dich, was in den Gehirnen mancher Menschen einen Kurzschluss ausgelöst hat, wenn sie die Entscheidungen treffen, die sie treffen. Diese Verhaltensweisen könnten dich tatsächlich an deine Grenzen bringen. Diese unvernünftigen, irrationalen Verhaltensweisen weisen dich auf das Ende der drittdimensionalen Erde hin. Du siehst einige Menschen, die Risiken eingehen, die du niemals eingehen würdest. Viele haben die Orientierung verloren. Die alten Einflussfaktoren, die jeden unter Kontrolle hielten, hören auf zu existieren. Der Grund dafür ist, dass im höheren Bewusstsein keine dieser alten Faktoren erforderlich sind. Du wirst im göttlichen Fluss leben, ohne die Notwendigkeit, niedere Technologie zu benutzen und sicherlich ohne niederes Bewusstsein. Deine Scheuklappen sind jetzt weg und du siehst es mit Echtzeitsicht. Das bedeutet, dass du wach bist. Herzlichen Glückwunsch! Je unsinniger die Welt wird, desto weiter bist du in die fünfte Dimension aufgestiegen. Die Zeit der alten Weltführer, Organisationen, Systeme und Kontrollen und so weiter geht zu Ende und gibt dir die Freiheit, die du schon lange gewünscht und verdient hast. Als eure galaktische Familie feiern wir mit dir den Neubeginn. Wir unterstützen dich in jeder Hinsicht und wir helfen, wo wir gebraucht werden. Du bist nicht allein. Wir lieben dich, applaudieren dir und sind für dich da. Ich bin Mira.